So, Hallihallöchen, Hansi Pitti hier, willkommen zurück zu Let's Play Ahead in Time. Wir probieren das mit den 5 Leute erwischen, ohne den Boden zu berühren. Teil. Und es sieht jetzt schon scheiße aus. Ja, wir müssen hier ein bisschen Gegner sammeln. Ja, kommen alle her. Warte, wenn ich einmal mache. Ach man, komm schon. Verreck du. Oh, ach, jetzt hält er nur noch einen Schlag. Och man. Au. Ja. Machen wir Schaden. Machen das mit 5 Gegner auf einmal erwischen und alle. Also es gibt 5 Mafiosi, die hier rumhocken. 4 haben wir ja schon mal gefunden. Da ist der erste. So, den schmeißen wir runter. Och, ja, Zeit langsam. Praktisch. Da hockt, glaube ich, keiner. Nee. Nee, ich würde gerne ganz normal hochklettern hier. Oh, da schläft nur einer. Ich überlege gerade. Da oben hockt einer. Warte, hier sind 2 kleine Gegner und 3 große. Hier können wir das nochmal probieren. Na, komm mal her, komm her, kommt her. Kommt her. So. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Nein, 5-mal. Ach komm, ich hab den Boden nicht berührt. Ach scheiße. Mann, sind die dämlich. Da hockt auch noch einer. Deine Kochkünste sind echt schlecht. So. Zweiter, den wir runterschmeißen. Ciao. Dann da oben auf den Stahlträgern hockt einer. Fuck, warte, wie kommen wir da hoch? Hau ab. So, hier. Genau, und hier haben wir den dritten. Dann da hinten hockt der vierte. Die 4 haben wir immer gefunden. Genau. Hup. Na, spiel jetzt nicht an der Dachrinne rum, kleines Mädchen. So. Hallo, tschüss. Und tot. So, einer fehlt noch. Und hier sind auch Gegner. Aua. Ja, kommt, ich, kommt. Kommt alle, kommt alle, kommt alle. Kommt ihr Vögelchen? Komm, Mafiosi. Ja. Warte, wenn ich... Nein, sie hauen ab. Warum hauen die ab? Warum hauen die scheiß Teile ab? Und ich hab wieder... Oh, Mann. Das Achievement ist echt zum Verzweifeln. So. Ja, ich hab ein bisschen nachgeschaut, wo der letzte Typ hockt. Der hockt irgendwo unten am Wasser. Weil ich habe jetzt echt keine Lust, den 10 Stunden zu suchen. Also gehen wir direkt zu ihm hin. Wenn ich wüsste, wo ungefähr. Dum, dum, da, 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 da. So, hier hoch. Ja, ihr seid nur 3 Gegner, ihr interessiert mich nicht. Ich glaube, da unten war es irgendwo. Am Steg. Der da hinten kann sein. Warte. Ja, der hockt. Der ist auch blöd zu finden. So, hi und ciao. Und dann kriegt man a series of unfortunate accidents. Also eine Reihe voll... unglückliche Ereignisse. Es war ein Unfall. So, gehen wir zurück zum Hubert. Dann, ja, bevor wir das mit den 5 Gegnern in einer Reihe killen machen. Weiß ich auch, wo jetzt der Dings ist. Der Ceiling Fan. Und zwar hier oben. Da ist er. So, warte. Ich wusste doch, irgendwann im Raumschiff. Hui, und dann kriegt man Fantastic, weil Fan heißt Ventilator und das ist auch ein Ventilator. Haha, lustig dieses Wortspiel. So, und jetzt versuchen wir noch die Gegner, 5 Gegner am Stück zu hauen. Ein Hut hilft uns dann nicht, ne? Nee. Vielleicht hilft dir Zeitlupenhut, oder? Wenn wir mal Kapitel 2, das ist ganz gut. Küss den Koch.
Das ist echt dämlich hier mit dem 5 Gegner am Stück. So. Probieren wir es nochmal bei euch. So, 2 Vögelchen. Ganz viele Vögelchen. Komm mal her, komm mal alle her. Genau. Komm mal alle her. Vögelchen. Hier, nein, nicht mich verraten. Komm, du auch. So, einmal, zwei. Ach komm! Das ist dämlich. Dann probieren wir es nur. Warte. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Jawohl! Oh! Okay, wenn 3 Typen am Stück stehen, dann klappt es auch gut. Okay, dann haben wir persönlich, bevorzuge ich den Himmel. Und die letzten 4 Achievements sind alle im 2. Kapitel. Oh, jetzt habe ich 3 Webbrowser geöffnet. Ups. So. Und zwar, ja, beim Deadbird Studio. Ne, 3 Achievements sind da nur. Genau, und 2 sind dann von Mods. So. Tada. Und zwar, das erste ist natürlich sich da reinschleifen. Reinschleifen. Das zweite ist bei der großen Parade und das dritte ist beim Mord auf dem Eulen Express. Und ich glaube, wir machen den Mord. Wir müssen das Kapitel schaffen, ohne irgendeinen Hinweis zu finden, weil wir sind mega der scheiß Detektiv und so. Oh yeah. Mord. Yeah. Eulen. Ah, die wollen mit mir reden. Hä? Hallo, Haustier. Wusstest du, dass auch Haustiere haben können? Mann, Haustier, das Haustier heißt Penis. Penis, mhm. Interessanter Name. So. Ah, bitte redet nicht mit mir. Bitte. So, in die Cafeteria. Die lachen. Da war zu viel irgendwas auf der Pizza. Da ist nochmal so eine Krähe. Mit der will ich nicht reden. Na, kletter hoch. Mit der will ich nicht reden. So, Schlüssel. Ja. Rein da. Ein Geschenk. Ein Detektivhut. Jetzt sind wir Sherlock Holmes. Ja, ist das das Kind? Ja. Was? Ach scheiße, jetzt weiß ich gar nicht, wie das bei mir Mitglied heißt, weil wir haben die Frage ja gar nicht beantwortet. So. Hallo? Oh mein Gott. Nein, ein Mord! Oh mein Gott, da hinten ist ein Lebensding. Ein Mord auf meinem Eulen-Express? Ich kann nicht glauben, dass hier jemand eine Express-Eule und ich kann weniger glauben, dass die Schwester deines Onkels Auntie war. Was hast du zu sagen, Auntie? Zeigst du die kalte Schulter, hm? Überlass den Fall uns. Ja, wir werden nach Hinweisen suchen. 60 eine Eulenstunde übrig. Ich glaube, jetzt müssen wir einfach alles durchgehen. Und... aber halt keinen Hinweis einsammeln. So. Wie waren das? Hier, genau, den ignorieren wir. Ha, einen Hinweis habe ich nicht gesehen. Nachtkabine. Ein Schlüssel, den habe ich gesehen. Oh, ich will die Krähen am liebsten totschlagen. Mit meinem geilen Regenschirm. Wir laufen so jetzt durch. Wir spielen jetzt so das komplette Level. Wir kommen den... Oh, scheiße. Wir kommen dem Hinweis auf die Spur. Das kriegen wir hin. Wir spielen das ja auch. Das tut voll weh. Hä? Was? Du denkst also, du kannst einfach so im Zug herumschleichen? Aha, klick. Oh. Er hat aufgelegt. Mhm. Da unten ist bestimmt auch kein Hinweis. Oh Gott. Das ist echt... Oh. Nee, das tut mein... Ah, mein Finger zu sehr weh. Die so zu halten, ist echt ekelhaft. Wie können Detektive nur so eine komische Arbeit machen mit verkrümmten Fingern? Fast wurden wir gesehen. Die Abkürzung? Hier brauchen wir nochmal einen Schlüssel. Shit. Warte. Wo gab es denn noch einen Schlüssel?
Hä? Gab's da unten einen? Bin ich jetzt einfach nur dämlich? Ja, lach mal. So, und durch. Nee, da liegt nichts. Oh Mann. So, hier durch. Nein, wir haben keine Zeit mehr. So. Hexenhut haben wir schon lange nicht mehr verwendet. Nee, hier war nur irgendwas zum Sammeln. Oh, Mist, wir haben noch keine Hinweise gefunden. Aber da oben liegt ein Schlüssel. Den sehe ich. So, wo könnten die ganzen Hinweise nur stecken? Ich sehe einfach keinen. Die sind echt gut versteckt, die Hinweise. Da oben ist der Schaffner. Ich sehe nichts. Aufnahmeraum. Wo könnten nur die Hinweise sein? Das Leben als Detektiv ist echt hart. Können wir die Kameras durchsuchen? Vielleicht finden wir dort Hinweise. Oder wir durchsuchen hier die Spinde. Nein, das würde auch nichts bringen. Es gibt einfach keine Hinweise. So, bringen wir erstmal die Krähe nach unten. Denkt sie auch nur so, tolle Wand. Ah, okay, ich könnte mich mal umdrehen. Ah, tolle andere Wand. Okay. Oh, scheiße, noch eine halbe Stunde. Puh. Wir müssen uns ranhalten. Wir haben noch keine Verdächtigen. Oh, fuck. Die starren alle. Leere Bildschirme. Oh, joi, das war knapp. Gehen wir erstmal in den Raum. Hahaha. Ah, warte. Lacht erstmal. Lacht, kommt. Ihr hättet ihren Butt sehen sollen. Ach, das Spiel macht so schon Arsch rein. Oh, warte. Ich habe sie nach ihrem unliebsten Körperteil gefragt. Also, Butt zählt auch. Also, Butt wird vom Spiel vorgeschlagen. Ihr Buttmann. Ja, mein Butt ist hässlich. Lass mich in Ruhe. Falscher Hut. Ich will Eis. So, jetzt kann ich nochmal Zeitlupe. Hui. Nein, uns rennt die Zeit davon. Das ist so intensiv. Fälle, Geheimnisse, Mysterien. Hallo? Ja, du gehst nie auf, oder? Scheint, als ob ich dir endlich... Ach, keine Ahnung. Hier ist Penis. Oh, scheiße, sie haben Penis. Penis! Penis, ich rette dich. Penis. Mach dir keine Sorgen. Ich komme und ich hol dich. Ich rette dich. Bitte lasst meinen Penis in Ruhe. Das Haustier meines Haustiers hat doch gar nichts getan. So, ja, komm mal runter. Penis, oh Gott, das geht dir gut. Oh, danke für die Rettung, güßiger Mensch. Wuff, ich habe diesen Hinweis. Oh, oh. Hinweis? Wo? Penis? Penis, du hast einen Hinweis. Gib uns den Hinweis. Warum gibt uns Penis keinen Hinweis? Penis hat uns angelogen. Diu. Penis hat gelogen. So, auf in die Lounge. Hier irgendwo glänzt was. Gehen wir mal in die Sauna direkt. Ach, das Level ist voll einfach. Das hier betrifft eine heiße Sauna. Also das ist echt ein einfaches Achievement. Dauert zwar ein bisschen, aber es ist einfach. Voll drüber. Oh nein, noch 20 Minuten. Wir haben keine Zeit, Mann. Wir müssen da hoch. Ich finde einfach keine Hinweise. Mensch, wo sind die? Ein Ausrufezeichen, zwei Ausrufezeichen, drei Punkte. Ah, ich verstehe. Die Brille sorgt dafür, dass wir keine Hinweise finden. Wir sind blind.
So, schauen wir mal. Nee, das sind bestimmt streng vertrauliche Akten, die sollen wir nicht nehmen. Komm, wir gehen. Oh nein, die Zeit ist abgelaufen. Scheiße. Also, wer hat's getan? Wir wissen es nicht. Wir konnten keine schlüssigen Beweise finden. Was? Also Grünschnäbel. Und wir kriegen ihn. False Detective. Hey, wir können den Schaffner verdächtigen. Ja, dann verdächtigen wir ihn. Und? Hä? Ich? Ich kann nicht der Mörder sein, ich bin der Schaffner. Was? Ernsthaft? Wieso? Ich war's nicht. Stopp. Hör auf damit. Okay, gut. Ich war's. Ich tat's. Da, bist du glücklich? Also egal, wen wir verdächtigen, das geht immer alles, dass wir es... Das war. Du hast herausgefunden, dass nichts war. Ich habe wirklich schwer daran getan, nicht der Bösewicht in meinem eigenen Film zu sein. Die Expresshalle ist nicht mehr tot. Ich gab mir einfach dieses Gummimesser und habe dann gefragt, für ein paar Stunden tot zu spielen. Kann ich jetzt gehen? Nun, danke fürs Lösen vom Mord. Nicht enthüllst du Mörder auch, dass das Opfer nie verletzt. Also egal, wen wir verdächtigen, es geht immer irgendwie auf. Also auch wir können der Mörder sein. Okay. Yeah, nochmal eine Sanduhr. Wir haben zwar alle, aber scheiß drauf. Mord auf dem Eulenexpress. Regie Schaffner. Mit Schaffner als der gefährliche Zugführer. Ein Mädchen als Detektiv nutzlos. Ja. Kennen wir. So, dann fehlen noch 4 Achievements. Oh, man muss die Seite immer neu laden. Ja, machen wir Encore als nächstes. Encore. Ach, egal. Haben wir ja schon mal probiert. Große Parade. Ohne runterzufallen. Oh, Mann. Das gefällt mir gar nicht, das Level. Jazzmusik. Okay. So. So. Boing. Hi, DJ Grooves. Gibst du uns ein cooles Kostüm? Ja, klar, Schätzchen. Hier, schnapp dir dein Kostüm und dann fall nicht runter. Aber das machen wir im nächsten Part. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Hans-Peter. Ciao.